Aber um es nochmal konkret zu machen, jetzt auch aufs Jahr 2022 bezogen, das bedeutet also, wenn zum Beispiel Meinungsfreiheit kollektiv unterdrückt wird, könnte eine Ursache sein, dass immer mehr Menschen auch mit Krankheiten reagieren. Und jetzt sind wir beim Missbrauch, jetzt machen wir schön die Runde hier in unserem Gespräch. Wir haben ja angefangen mit Missbrauch und Traumatisierung von Menschen, die sich die Spritze geben lassen müssen, obwohl sie es ja nicht wollen. Also es gibt ja einige, die das gemacht haben, weil sie Angst haben und weil sie gesehen haben, Mensch, das ist ein Heilsversprechen und das ist ja super, jetzt gibt's endlich diese Impfung. Und das ist auch in Ordnung so und wahrscheinlich haben die auch in irgendeiner Form profitiert. Zumindest haben sie ihre Angst reduziert und konnten da möglicherweise Immunsystem stärken und haben deswegen besser mit dem Virus umgegangen. Ja? Ein Psychoneurologe würde so denken. Der würde sagen, wenn du dir ein Placebo gibst, angenommen, das hat überhaupt nicht gewirkt, dann wirkt's aber trotzdem, weil du dir sagst, meine Angst ist jetzt weniger. Ich bin so glücklich darüber, dass diese Impfung jetzt da ist. Also es gab durchaus einige Menschen da draußen, die haben profitiert. Und da sage ich jetzt als Ganzheitsmediziner, ich gucke da gar nicht auf die Messenger-RNA. Ich gucke da gar nicht auf den Impfstoff. Ich kritisiere den gar nicht an erster Stelle, sondern ich kritisiere, wie man mit Menschen umgeht und in welchem Zustand sie sich diese Impfung geben. Und wenn die danach schreien, dass sie endlich befreit werden wollen von dieser Angst und Panik vor dem Coronavirus, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Impfung wirkt. Ob das das Verum ist, also diese Messenger-RNA, oder ob das jetzt dieser Placebo-Effekt ist, das Spirituelle, das Meditative, das Geistige, das wissen wir nicht. Der ja mittlerweile auch sehr gut erforscht ist. Von dem wir wissen, dass er wirkt. Deswegen setze ich mich ja auch so ein für diesen Aspekt. So, das ist der eine Teil. Aber dann gibt es ganz viele Missbrauchte. Und dann gibt es ganz viele, die mussten die Impfung über sich ergehen lassen, weil sie sonst sozial ausgestoßen werden, weil sie ihren Job verlieren, weil sie immer noch offensichtlich nur bestimmte Berufe oder auch Studien machen dürfen, wenn sie geimpft sind. Das ist ja Missbrauch. Es musste ja niemand, um es jetzt mal, also es musste niemand, aber es wurde ein großer, es wurde ein großer Druck ausgeübt. Es wurde ein großer, ein unmenschlicher, unmenschlicher Druck ausgeübt. Und da sind wir bei der Unterdrückung. Ja. Und da sind wir auch bei dem, das ist etwas, wofür ich mich in letzter Zeit sehr stark gemacht habe, auch Post-Covid neu zu sehen. Die Post-Covid-Erkrankung ist für mich an allererster Stelle als Ganzheitsmedizin-Forschender eine posttraumatische Belastungsstörung. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine Entzündungserkrankung. Das heißt, wir werden alle Phänomene des Post-Covid auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung sehen. Das wissen wir. Also die Definition von Post-Covid ist ganz, ganz knapp dran an PTSD, an dieser posttraumatischen Belastungsstörung. Und das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, wir haben durchaus auch ein stressgestörtes, also das Stresssystem ist gestört bei posttraumatischen Belastungsstörungen im Sinne einer Autoimmunerkrankung. Also hier schließt sich der Kreis der Unterdrückung, der Ungleichheit, des Missbrauchs und der Traumatisierung, der kollektiven Traumatisierung. Und das wird spannend werden in den nächsten Jahren, inwieweit wir hier post-Covid auch ein Stück weit entlarven, sollte die Industrie die Finger weglassen von dem, weil sie natürlich da eine riesige Cash-Cow hat. Also sie hat nicht nur die Impfung mit all den Nebenwirkungen und Schädigungen in die Welt gesetzt, sondern sie hat auch dafür gesorgt, dass über die Impfung und den Missbrauch, der mit Menschen jetzt passiert ist, kollektiv die nächsten Patienten kommen in den nächsten Jahrzehnten. Was macht das mit Menschen? Ich nehme wahr, dass seit der Krieg in der Ukraine am 24.02. gestartet ist, die Medien nur noch voll sind mit Krieg. Also es geht eigentlich nur noch darum. Es geht darum, wobei der Krieg schon vorher lief. Ja, natürlich. Es laufen genug Kriege weltweit, immer. Ja, ja, genau. Ja, aber jetzt, ich wollte genau noch mal auf diesen Aspekt hinaus, was das mit den Menschen macht, wenn sie den ganzen Tag auch eben diese Art der Medien konsumieren. Ich würde das in dem Fall durchaus auch individuell, das ist wahrscheinlich sehr komplex, das zu beantworten. Ich komme darauf zu sprechen, weil der Tagesschau-Chefredakteur hat interessanterweise, finde ich, gesagt, Menschen wollen nicht nur mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden. Ein Grund für den leichten Rückgang sei, dass viele Menschen mittlerweile mit Blick auf die vielen schlechten Neuigkeiten aus aller Welt Nachrichten aktiv vermeiden. Diese Menschen versuchen, Nachrichtenkonsum zu vermeiden oder mindestens zu reduzieren. Nach der Corona-Krise, dem Krieg, der Inflation, wollen sie damit im Prinzip nicht mehr konfrontiert werden. Das zeigt ja, also wenn ich das interpretiere, dass hier irgendwie auch ein gesunder Prozess gerade im Gange ist, der dazu führt, ich wollte nochmal auf Herrn Schubert der zeigt, dass die Menschen durchaus ein Gefühl dafür haben, was dieser Stress mit ihnen macht. Ja, entweder das oder dass sie langsam merken, dass sie beschissen werden.
Ja, und das ist ja auch ein guter Prozess. Kann ja auch ein Grund sein, warum man den Fernseher abschaltet mittlerweile, oder? Muss ja nicht sein, dass es nur belastend ist. Ich denke, das ist eine super, also super komplexe Geschichte, warum die Leute nicht mehr Fernsehen und nicht mehr öffentliche Themen angucken, weil sie möglicherweise auch gar nicht mehr glauben, was da ihnen... Also ich glaube schon, dass Covid sehr wohl was gemacht hat. Es ist ja auch eine Vertrauenskrise. Auf jeden Fall eine Vertrauenskrise, auch in die Medizin. Ich habe in den letzten Jahren ein Erlebnis immer wieder gehabt, was bestimmt jeder schon mal gehabt hat. Nämlich jeder versteht ja von irgendwas etwas, ja? Und wenn man dann so eine Tageszeitung hat, eine dicke Tageszeitung, vielleicht am Wochenende, und man liest dann einen Artikel über etwas, wovon man wirklich etwas versteht, also in meinem Fall dann vielleicht irgendwie ein philosophisches Thema oder eine Gerechtigkeitsargumentation, was auch immer, dann lese ich das und dann denke ich, ah, du meine Güte, so simpel, ja, und das und das weiß der alles nicht und das und das verdreht er ja total. Mhm. Dann lege ich das weg und sage, okay. Schreibe ich mir lieber selber, was ich lese, ja, so zieh ich mich da jetzt raus, ja. Und ich glaube, dass diese Erfahrung bei den teilweise ja also ohne jede Sachevidenz durchgezogenen Politikentwürfen der letzten Jahre, ja, einer immer breiteren Bevölkerung solche Erlebnisse beschert. Also zum Beispiel, wir sanktionieren jetzt Russland. Also unsere Außenministerin sagt, wir werden jetzt Russland ruinieren, indem wir da einfach kein Öl mehr abnehmen. Jawohl, Leute, so machen wir das. Und kein Gas. Ja? Aber dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, dass das auch den Effekt haben kann, dass Russland mehr Geld mit Öl und Gas verdient, weil man den Preis nach oben treibt. Weil man es Indien verkauft. Dieser Komplexitätssprung in der Gedankenwelt, der wird dann schon gar nicht mehr gemacht. Ja? Das heißt, ich glaube wirklich, das ist eine Sache, auf die ich hoffe. Das meine ich gar nicht als Parodie. Ich meine, dass diese lächerliche Monokultur von drei oder vier Themen, die rauf und runter gespielt werden in den Nachrichtenkorridoren der Großmedien, diese lächerliche Monokultur, die sieht immer fadenscheiniger aus für immer mehr Menschen in Deutschland, die irgendeine Kompetenz im Leben haben. Und deswegen machen sie das aus. Das passt gut. Das finde ich eine sehr gute Erklärung. Absolut. So kann ich das gut vorstellen. Das ist ein Anstieg des Wissens der Bevölkerung. Und diese letzten drei Jahre haben sehr, sehr viel geschaffen in diese Richtung. Da bin ich überzeugt davon. Ja, und das ist auch die Chance. Also ich glaube, die Chance ist, wir haben keine Revolution nötig in Deutschland. Ja? Was wir nötig haben, ist eine Reform an Haupt und Gliedern. Ja? Es muss wieder drin sein, was draufsteht. Die Parteien müssen wieder an der Willensbildung mitwirken, sie aber nicht monopolisieren. Nicht über ihre Seilschaften die oberen Bundesbehörden besetzen und damit sämtliche Korrektive lahmlegen, gerade in der Krise. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen wieder wirkliche Meinungspluralität und Regierungskritik üben. Und da muss man ihnen strukturell helfen, dass sie das können. Wir müssen uns für eine freie Demokratie auch wirklich einsetzen. Jeden Tag Verantwortung dafür zeigen. Das ist jedes, also nicht nur anderen müssen. Nein. Sondern wir als Individuen in dieser Gesellschaft müssen jedes das machen. Recht, was wir uns nicht täglich nehmen, das werden wir irgendwann verlieren. Also mir, Sie haben ja am gesehen. Anfang gesagt, Sie haben versucht, in den Spiegel gucken zu können, ne, Ihr Verhalten so zu gestalten, dass Sie in den Spiegel gucken können. Ich habe mein Verhalten und meine Texte in den letzten Jahren immer so gestaltet, dass ich sagen konnte, das werden deine Töchter von dir lesen können. Und die werden sehen, dass du nicht dabei warst, sondern dass du den Finger gehoben hast und gesagt hast, was? Ja, wir müssen uns diese Freiheit nehmen, auch wenn das Mut kostet, weil Freiheiten, die wir uns nicht nehmen, die verlernen wir. Wir verlernen sie zu nutzen, wir verlernen sie wertzuschätzen und dann wird man sie uns am Ende auch nehmen. Wenn man in die Geschichte guckt, Freiheiten, die man nicht dadurch verteidigt, dass man sie ganz einfach in Anspruch nimmt, wie selbstverständlich, die werden wir verlieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.